Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute zeige ich dir drei Tricks, wie du deine Regeneration ganz einfach ankurbeln kannst, ohne großen zusätzlichen Aufwand. Steigen wir direkt ein mit dem ersten Tipp. Hier geht es um den Schlaf. Wenn du beispielsweise 6 oder 7 Stunden Schlaf hast, ist das eher schon eine knappe Sache. Wir zielen auf etwa 8 Stunden ab, vielleicht vor einem Spieltag sogar 9 Stunden. Denn im Schlaf werden ganz viele Regenerationsprozesse in deinem Körper durchgemacht und es ist das Wichtigste für dich zum Erholen. Wie schaffst du das? Du sagst jetzt vielleicht, ja, schön und gut, aber ich habe sehr vieles zu tun und kann darum nicht viel schlafen. Sind wir mal ehrlich zu uns selber, viele von uns sind vor dem Schlafengehen noch auf Instagram, auf YouTube, auf Snapchat oder irgendwas, aber genau dann ist nicht die Zeit dafür. Nutz lieber zum Beispiel deine Zeit im Zug oder wenn du sonst irgendwo unterwegs bist, um solche Videos zu schauen. Und dann gegen Abend solltest du versuchen, genug früh ins Bett zu gehen und kannst du ganz einfach Zeit einsparen. Das heißt, unnötige Sachen reduzieren und dich aufs Wesentliche konzentrieren und dann wird es besser mit dem Schlaf. Zweiter Punkt, mehr Wasser trinken. Beispielsweise, wenn du in der Schule bist oder auf der Arbeit, schau, dass du immer eine Flasche dabei hast mit Mineralwasser oder stillem Wasser, das du zu dir nehmen kannst, denn so wirst du automatisch viel, viel mehr trinken. Zielen wir etwa auf 1,5 bis 2 Liter pro Tag ab und wenn du noch ein Fußballtraining oder Spiel hast, nochmal plus minus einen zusätzlichen Liter pro Stunde. Variiert natürlich von Person zu Person und von der Intensität der Einheit, aber bleiben wir beim Wesentlichen, mehr Wasser trinken und das schaffst du ganz einfach, wenn du immer eine Flasche Wasser zur Hand hast. So einfach ist das. Durch das zusätzliche Wasser werden sich deine Regenerationsprozesse im Körper verschnellen, denn der Körper muss auf Wasser zugreifen für verschiedenste Aktivitäten. Und das kannst du ohne zusätzlichen Aufwand machen, musst einfach daran denken, dass du es wirklich durchziehst. Das war also der zweite Punkt. Kommen wir zum dritten Punkt. Hier geht es ums Duschen. Jeder muss nach dem Training oder nach dem Spiel duschen. Was wir jetzt aber nutzen können, ist eine sogenannte Kalt-Warm-Dusche, wo du für eine Zeit lang kalt duschst und dann warm duschst und das immer wieder abwechselst. Also beispielsweise 20 Sekunden kalt, 20 Sekunden warm und das wechselst du 5 bis 6 Mal ab, je nachdem wie es dir passt. Dadurch kannst du die Durchblutung fördern, was wiederum für eine bessere Regeneration förderlich ist. Das Ganze ohne zusätzlichen Aufwand. Man muss sich nur zuerst ein bisschen an das kalte Wasser gewöhnen und es ist kein weiterer Aufwand, weil duschen musst du sowieso, aber so kannst du nochmal ein paar Prozente aus dir rausholen. Wenn du also besser regenerierst, dann kannst du danach auch wieder härter und schneller intensiv trainieren und mit diesen drei Tipps und Hacks, ja, die kannst du morgen schon einbauen und ohne zusätzlichen Aufwand profitierst du von einer besseren Regeneration. Also, du trainierst mehr, regenerierst besser und somit wirst du zu einem besseren Fußballer und schneller vorwärts kommen wie deine Konkurrenz. Vergiss nicht, uns auf YouTube zu abonnieren, für weitere solche Videos, auf Instagram zu folgen und unten in der Videobeschreibung siehst du noch einige gratis Sachen wie beispielsweise eine 10-Punkte-Checkliste für Fußballer. Dranbleiben, dort kannst du dich anmelden, dann hast du nochmal einen Überblick, was du alles so täglich machen kannst oder machen musst, um besser zu werden. Bleib dran, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.